Die Offenbarung einer wunderbaren Person 3. 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt worden ist. Vers 17. Deshalb, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist neu geworden. 1. Korinther 15, Vers 45. Der letzte Adam wurde ein lebengebender Geist. Offenbarung 1, Vers 18. Ich wurde tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Nachdem der Herr Jesus 33,5 Jahre lang auf der Erde gelebt hatte, wusste er, dass es für ihn notwendig war, zum Berg Moria zu gehen und seinen allumfassenden Tod zu vollbringen. Der Herr starb nicht einen gewöhnlichen Tod. Im Gegenteil, er starb einen außergewöhnlichen Tod. Dieser außergewöhnliche Tod war allumfassend und er vollbrachte alles, was Gott forderte, um das Universum aufzuräumen, die alte Schöpfung zu beenden und die alte Schöpfung mit sich in sein Grab zu nehmen. Nachdem der Herr die alte Schöpfung beendet hatte, ruhte er einerseits im Grab, andererseits, während er in seinem fleischlichen Leib ruhte, arbeitete er im Hades in seinem Geist. 1. Petrus 3, Vers 18 bis 20. Im Hades verkündigte er den Sieg Gottes über seinen Feind Satan. Dann, nach der vollständigen Vollendung des Vorsatzes Gottes, durch seinen allumfassenden Tod, kam Christus aus dem Tod heraus und erhob sich aus dem Grab. Auf diese Weise wurde er zum auferweckten Retter und Erlöser. In seiner Auferstehung wurde er außerdem zum lebengebenden, allumfassenden Geist. In seiner Auferstehung wurde Christus zu solch einem. Fortsetzung folgt.